Moin Leute, und heute zeige ich euch, wie ihr jedes geile Auto oder jedes gemoddete Auto vom eurem Freund ganz einfach abspeichern könnt. Und das wirklich mega einfach. Aber was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht einfach einen Faccio-Roller in irgendeiner Garage. Es ist völlig egal, in welcher Garage. Ihr könnt es natürlich auch mit einem LG machen, aber das Vorteil an diesem Faccio ist einfach, ihr könnt es über Interaktionsmenü bestellen, ohne auf den Mechaniker zu warten, also ohne diese Wartezeit zu haben. Deswegen mache ich das Ganze mit einem Faccio-Roller. Und ihr braucht eine eigene Basis und natürlich in der Basis braucht ihr einen normalen LG da drinne. Und sonst muss die Basis einfach nur voll sein, dass die Meldung kommt, die Basis ist voll. Habt ihr so eine Basis und habt das alle andere auch schon, braucht ihr natürlich auch noch einen Freund. Und natürlich muss das Freund auch noch das Fahrzeug zur Verfügung stellen, was ihr haben wollt. Oder von irgendeinem anderen Online-Spieler in der Sitzung, wo ihr das Auto unbemerkt gepolt habt. Aber bevor ihr jetzt mit einem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und wenn ihr mich noch überhaupt gar nicht kennt, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit ihr keine krassen Glitches wie dieses hier verpasst. Und noch eine kleine Info. Es gibt dann noch den Modding-Service. Also Leute, wer noch ein Unlock-All braucht für den PC, soll auf jeden Fall mal die Unlock-All-Seite in der Videobeschreibung abchecken. Da gibt es auf jeden Fall die besten Unlock-Alls, die ich je gesehen habe. Aber ich würde sagen, fangen wir mit dem Glitch mal an. Als erstes seid ihr mit dem Faccio-Roller an eurer Basis. Den Faccio-Roller könnt ihr natürlich aus irgendeiner anderen Garage halt abholen und die ganze Strecke zu eurer Basis hinfahren. Oder ihr könnt es natürlich auch über das Interaktionsmenü bestellen. Das wird natürlich schneller gehen. In meinem Fall habe ich einfach über das Interaktionsmenü bestellt. Seid ihr mit dem Faccio-Roller angekommen, fahrt ihr zum gelben Kreis von der Basis. Ihr werdet eine Meldung haben, dass die Basis voll ist. Jetzt muss euer Freund in ein Jobmenü gehen. Es ist wirklich völlig egal, was für ein Jobmenü. In unserem Fall war es einfach ein Job für einen Titan. Auf jeden Fall irgendein Jobmenü. Denn ihr müsst jetzt eurem Freund beitreten. In meinem Fall mache ich das einfach über die Party. Aber ihr könnt es natürlich auch über eine Einladung machen, die euer Freund euch vorher gesendet hat. Seid ihr dann jetzt auf Beitreten gegangen, habt ihr immer noch die Meldung im Screen, dass die Garage voll ist. Die Meldung, dass ihr eurem Freund beitretet, lädt sich im Hintergrund. Deswegen müsst ihr jetzt einfach 15 bis 20 Sekunden warten, bis die Meldung sich komplett geladen hat. Je nachdem, wie schnell oder langsam euer Internet ist. Meint ihr, die Meldung hat sich jetzt bestimmt geladen, müsst ihr einfach X durchspammen. Also X. Die X-Taste einfach wirklich durchspammen, damit ihr wirklich auch alle Meldungen akzeptiert. Hat alles funktioniert, seid ihr dann jetzt im Jobmenü angekommen. Ihr müsst jetzt einfach wieder herausgehen. Also ihr drückt die Kreistaste und bestätigt das Ganze. Normalerweise müsstet ihr jetzt auf der Map spawnen. Dann habt ihr wirklich alles geschafft und könnt mit dem Glitch weitermachen. In unserem Fall sind wir leider unter der Map gespawnt. Aber Leute, das ist nicht schlimm. Wir gehen jetzt einfach auch wieder ins Interaktionsmenü und begehen Selbstmord. Dadurch spawnen wir jetzt wieder auch auf der Map. Ihr werdet merken, dass ihr keine Minimap mehr habt, dass ihr so einen verbuggten Modus seid. So, jetzt müsst ihr einfach das Fahrzeug von eurem Freund polen und einfach in eure Basis reinfahren. Obwohl das Fahrzeug nicht euch gehört, kommt die Meldung, die Basis sei voll. Ihr bestätigt einfach die Meldung und tauscht natürlich das Fahrzeug gegen den normalen LG in der Basis aus. Und boom, ihr habt das Fahrzeug euch so gesehen dupliziert bzw. abgespeichert. Und nein Leute, keine Sorge, euer Freund verliert das Fahrzeug nicht. Für ihn wird das Fahrzeug neu draußen gespawnt. Also so gesehen dupliziert ihr euch das Fahrzeug und ihr behaltet das Duplikat. Aber wirklich Leute, so einfach ist der Glitch. Und ihr könnt natürlich jetzt die ganzen Fahrzeuge von eurem Freund, am besten sogar noch die gemoddeten Fahrzeuge von eurem Freund, euch einfach abspeichern und in der Garage haben. Um den Glitch jetzt richtig abzuschließen, müsst ihr jetzt einfach auf Option, Online und in den Editor gehen, damit ihr aus diesem verbuggten Modus rauskommt und damit der Glitch komplett abgeschlossen ist. Und danach könnt ihr den Glitch einfach wieder weitermachen. Pro Auto müsst ihr danach immer in den Editor gehen und danach wieder zurück in die Sitzung rein. Das ist halt sehr wichtig, Leute, denn sonst seid ihr echt verbuggt. Ihr habt keine Einfahrambination mehr, wenn ihr in diesem Modus bleibt etc. Also das ist kein schöner Modus. Deswegen müsst ihr nach jedem Duplikat, nach jedem Glitch so gesehen kurz in den Editor gehen. Aber wenn euch der Glitch gefallen hat und sogar das Video euch weitergeholfen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr dieses Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch immer noch nicht kennen, könnt ihr mich natürlich immer noch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.